Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei eHio. Ich habe es im Produktvorstellungsvideo schon kurz gesagt. Wir haben jetzt eine HKO-Lötstation im Shop und eine habe ich ja schon vorher mal gehabt. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was die da verbaut haben. Wir schrauben es mal auf, wir gucken uns mal das Handteil an und vergleichen es mal mit dem, was ich bisher so gehabt habe im Shop. Ich fange mit dem Handteil an, einfach mal als 1:1 Vergleich. Ich habe hier das Handteil von der Ersa Icon Pico. Oder auch also Icon Nano, die sind ja ähnlich. Also man sieht hier schon deutlich, dass der Abstand Tool zur Hand, ja, er ist doppelt so groß, würde ich fast sagen. Also man hat hier von der Hand bis zur Tipp vorne deutlich mehr Abstand als hier mit der Ersa. Man hat hier weniger Abstand. Man braucht also so ein bisschen eine ruhigere Hand. Also wenn man hier hinten zittert, hat man durch die Hebelwirkung hier vorne natürlich mehr Zittern, als man es bei dem hat. Das Kabel habe ich ja im Video schon erklärt, das ist ähnlich. Also das Ersa-Kabel ist deutlich dünner, aber das HKO-Kabel ist nichtsdestotrotz super flexibel. Also auch wenn es dicker ist, das büßt nichts an der Flexibilität ein. Da haben sie ein richtig tolles Kabel verbaut. Das Handteil selber, man kann die Spitze wechseln, indem man hier diese Mutter öffnet, dann geht die Überwurfhülse ab und dann hat man hier die Spitzen, da kann man verschiedene Spitzen drauf kaufen, drauf bestücken. Ich habe jetzt eine relativ breite schon mal drauf und direkt unter der Spitze sitzt dann hier das Keramikheizelement, bedeutet also, das Keramikheizelement geht bis hier vorne, also schon bis quasi ganz vorne, also viel weiter könnte es nicht mehr gehen, dann wird das Material von der Spitze zu dünn werden. Das liegt hier auf dieser Hülse hier und wird dann quasi von der Überwurfhülse nach unten gedrückt und somit hält es. Das Ganze hat ein bisschen Spiel drin, damit es leicht raus und rein geht, aber das hält sich in Grenzen. Die Wärmeübertragung müsste eigentlich ganz gut sein. Wir können jetzt hier noch weiter schrauben und das machen wir natürlich auch. Ich habe noch nicht so weit geschraubt, ich weiß nicht, was uns erwartet. Wir haben jetzt hier eine Feder, die quasi die Mutter hier gehalten hat. Und, oh, man kann es hier rausdrücken. Und wir haben hier einen ähnlichen Aufbau, wie wir es bei Stanol gehabt haben. Also wer das Video von der Stanol geschaut hat, sonst verlinke ich es nochmal oben. Wir haben hier quasi ja, zweimal das Heizelement, zweimal das Thermoelement damit verbunden und in dem Fall auch einmal noch ein zusätzliches Kabel hier zu der Feder. Das wird vermutlich das Kabel sein, damit das Ganze ESD-sicher ist. Wir kriegen also hier wieder unser bekanntes Henne-Ei-Problem. Wenn wir das Heizelement tauschen möchten, brauchen wir einen Lötkolben. Also lieber den alten Lötkolben nochmal aufheben. Hier ganz, ganz schön gelöst. Ich zeige es euch mal in der Nahaufnahme. Das Kabel quasi mit einer Metallklammer hier hinten zweimal gehalten. Und hier vorne wird die Metallklammer einmal um die Platine drumherum gebogen. Das finde ich eine ganz schöne Lösung, wie das da gemacht wurde. Und hier quasi nochmal die Lötstellen und vorne dran das Keramikheizelement. HKO 003 steht da drauf. Genau, also wie gesagt, wenn ihr das tauschen wollt, Henne-Ei-Problem, ihr müsst euch den alten Lötkolben quasi aufheben. Sollte aber an sich auch gar nicht mal so kompliziert sein. Der Zusammenbau, der Aufbau und so passt auch ganz gut. Das gefällt mir auch. Und der Lötspitzenwechsel ist halt etwas komplizierter jetzt wie bei der Ersa, weil ich kann halt nicht hier einfach mit dem Finger, wenn ich löte, aufschrauben, weil heiß. Bei der Ersa haben wir hier Kunststoff, da können wir ja aufschrauben und tauschen, aber das macht nichts. Also wie oft muss man beim Löten die Lötspitze tauschen? Nun aber mal zum spannenderen Teil. Wir schauen uns jetzt die Station selber an, weil ich will einfach wissen, was drin ist, weil es ist schon sehr kompakt, einigermaßen leicht. Und deswegen schrauben wir die gleich auf. Ich vergleiche sie nur noch mal schnell. Hier, dass man mal sieht, die ja, sind vom Stellmaß her sind die ähnlich. Die Ersa ist ein Tick länger nach unten raus. Also sie hat ein größeres Stellmaß. Und wie gesagt, ich habe es im Produktvorstellungsvideo gesagt, ich mag die HKO. Einfach aus dem Grund, das Display ist beleuchtet. Das hat die hier nicht. Und der Einschalter ist auf der Seite. Das hat mich hier schon immer genervt, dass man hier hinten runtergreifen muss und ja, also von dem her, also und weil ich es noch sehe, bevor wir aufschrauben, der Halter ist legendär, also ich mag den Halter. Man hat einmal hier die Wolle, einmal hier den Schwamm, gerade was man halt verwenden will, kann man es benutzen. Man kann hier hinten reindrücken
Und dann kann man das Ganze öffnen. Da kann man also auch hier nochmal das komplett rausnehmen. Und die habe ich schon so viel gelötet. Guckt euch das mal an, wie viel Lötzinn da drin ist. Krass, habe ich schon ganz schön viel gelötet mit der Station. Da kann man das ganz praktisch ausleeren. Also auch nochmal gut gelöst soweit. So, dann schrauben wir jetzt mal die Station auf und schauen, was drin ist. Ne? Also ich schätze mal, dass hier unter diesen Gumminupsis die Schrauben versteckt sein werden. Ja, sind sie auch. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese Gumminupsis nicht mehr finden werde. Und das aber wahrscheinlich auch egal ist, weil es vermutlich eh nicht mehr halten werden. Ah, es geht der Deckel hier einfach abzuheben. Und wir können erkennen, dass wir hier einen schönen Trafo drin haben. Also die haben alle durch die Bank einen Trafo. Ne? Also da gibt es nicht großartig irgendwie mal eine Lötstation, die nicht so einen dicken, fetten Trafo drin hat. Hier der Erdungsanschluss obendrauf mit eingestanzter Erde. Wir kommen hier mit 230 rein. Das geht über eine Sicherung. Und hier nochmal über irgendwie eine Sekundärwicklung, Schutzwicklung. Weiß nicht genau, vielleicht sind es auch... Ah, hier ist quasi, kann man unterscheiden, ob 110 oder 230. Hat also mehrere Wicklungen der Trafo. Je nachdem, wo das eingelötet wird, alles ist dann eben fürs entsprechende Land zuständig oder nicht. Das hier vermutlich irgendwie eine Befilterung V431U, wahrscheinlich ein Barista oder sowas, damit man da irgendwie eine Strombegrenzung hat und der Trafo nicht gleich mega, mega viel Strom zieht beim Einschalten. So, dann geht da hinten das Ganze Richtung Platine. Und wir haben jetzt hier einmal die 7-Segment-Anzeigen mit den Transistoren drüber, die wahrscheinlich einfach für die Kathode oder so zuständig sind. Und hier nochmal die Vorwiderstände, also da wird wahrscheinlich multigeplext, da sind die Vorwiderstände für die einzelnen Segmente. Dicker Kondensator, hier vermutlich ein kleiner FET. Hier nochmal dicker Kondensator, hier ein Messwiderstand oder Leistungswiderstand auf jeden Fall da oben. Hier haben wir einen vermutlich mal Triac BTA06 600C. Also das ist dann der Triac, der vermutlich mal die Leistung zum Lötkolben schaltet. Wir haben hier die schwarzen Kabel, die zum Lötkolben gehen, gehen hier zum Triac. Also der wird mit Wechselspannung betrieben, weil ist einfacher. Wir kommen hier mit den weißen Kabeln vermutlich mal vom Temperatursensor an. Also hier SE1, SE2 unten dran, Sensor 1, Sensor 2. Und wir haben hier eine Operationsverstärkerschaltung mit einem LM358, schätze ich mal, also 358 steht drauf. Wird ein LM358 sein. Und dann geht es weiter zum Mikrocontroller, den wir auf der Seite haben. Hier sehen wir noch kurz einen Widerstand, vermutlich mal 1 Megaohm für die Erdung. Also das geht hier Richtung PE und vermutlich wird der Pin hier auf diese Feder gehen, die wir vorher gesehen haben, also für den ESD-Schutz. Ich sehe irgendwas Grünes, Rot, Braun, Grün oder so ähnlich, Braun, Braun, Grün. Also Grün da hinten vorm goldenen Ring ist, glaube ich, mega. Dann haben wir hier einen Mikrocontroller drauf. Der Chip, der hier verbaut wurde, mal ausnahmsweise kein Atmel, wie bei den anderen Lötkolben, die wir so auseinandergeschraubt haben. In dem Fall ein R5F1007C der Firma. Renesas. Drunter steht Japan. So, Renesas fertigt die scheinbar irgendwie in Japan oder wie auch immer. Deswegen wird der da vermutlich drin sein. So, Eckdaten 32K Flash-ROM, 4K Data-Flash, 2K RAM hat der drauf. Auf der Rückseite befindet sich sonst nichts. Wie gesagt, die 7-Segment-Anzeigen, die drei Stück, hier eine leicht polarisierte Folie, wie man erkennen kann, dass man einfach die Werte besser ablesen kann. Die zwei Taster, Switch 1, Switch 2. Ich finde es schön, dass beidseitig Bestückdruck drauf ist. Das ist auch nicht immer der Fall. Und FX888D nochmal die Bezeichnung vom Lötkolben. Das war's schon mit dem ganzen Lötkolben. Was mir gerade noch auffällt, ist hier dieser Stecker. Der hat quasi hier Masse. Hier einen Kontakt, hier nochmal VCC, zwei Pull-Up-Widerstände und hier auch nochmal eine Datenleitung. Also zwei Datenleitungen mit jeweils einem Pull-Up
und einmal VCC und einmal Masse. Das wäre noch spannend, wo etwa dieser Stecker da, wo der zuständig wäre, wofür. Und ein kurzer Blick ins Datenblatt verrät uns natürlich auch sofort, das ist eine Programmierschnittstelle. Der Pin 4 an der Stelle geht hier am Mikrocontroller auf den Reset. Der Pin 2 geht beim Mikrocontroller auf Tool 0. Tool 0 wäre die Schnittstelle für den Debugger. Also hier kann man das Teil programmieren und so weiter. Also wahrscheinlich vielleicht auch ab Werk hier die Schnittstelle, wo der Testadapter drauf geht und das Ganze dann programmiert. Ja, ich schraube jetzt mal wieder zusammen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Abo mächtig freuen. Ansonsten einfach einen Kommentar reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Danke, ciao.